Moin moin liebe Filmfans und schön, dass ihr wieder beim Tagesrückblick dabei seid. Was haben Hamburger Pfefferkörner mit deutsch-europäischen Co-Produktionen und Moritz bleibt treu zu tun? Richtig, sie alle sind auf irgendeine Art und Weise Teil der Hamburger Filmfestspiele. Wie das Ganze aussieht, das zeigen wir euch jetzt. Beim Sonntagsmatinee mit den Pfefferkörnern wurden heute zwei neue Folgen der beliebten Krimiserie gezeigt. Es ist immer wieder ein großes Erlebnis zu sehen, wie kommt die neue Generation dann im Bild. Heute gab es beim Filmfest unter anderem den Film Die dunkle Seite des Mondes mit Moritz Bleibtreu zu sehen. Very nice to meet you. Likewise. Dr. Blank ist der beste Mann in diesem Laden. Dr. Blank. Ich habe schon viele von Ihnen gehört. Ich habe auch schon so einiges von Ihnen gehört. Zum Beispiel? Ach, zum Beispiel, dass Sie während Ihrer Zeit bei London Pharmaceutics versucht haben, aus einer geplanten Fusion eine feindliche Übernahme zu machen. Machen Sie sowas hier nicht. Sonst mache ich Sie fertig. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Der Regisseur des Films, Stefan Rick, war bei Klappe auf zu Gast. Kannst du sagen, wie du als Regisseur mit Schauspielern arbeitest? Also ich glaube, das Wichtigste ist, oder was ich versuche, ist, ihnen einen Schutzraum zu geben, wo sie ihre, in der sie arbeiten können, in der sie Vertrauen fassen können und in der sie die Freiheit haben und die Möglichkeiten, ihr Bestes zu geben. Ja, das war ja auch schon der Rückblick vom Sonntag. 5 Tage haben wir im Filmfestzelt und drumherum noch volles Programm. Kommt uns gerne mal besuchen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder beim Tagesrückblick.